Kampf für euch? Sehr emotional, sehr aufregend und einfach genial. Nervenraubend und stimmenraubend. Eine Zitterpartie bis zum allerletzten Moment. Also ich wusste überhaupt nicht mehr am Ende auch, was jetzt für eine Entscheidung gefallen war. Und plötzlich sind alle auf die Matte gestürmt und wir sind deutscher Meister. Und das ist einfach so toll. Das war das krasseste, spannendste und forderndste Sporterlebnis, das ich je gesehen habe. Mann gegen Mann bis zuletzt und am Ende letzte Wertung entscheidet. Krasser geht's nicht. Wolfstädt-Hellau, ja, genau. Das heißt, die Gemeinde Windstedt hat an Fastnacht den Spitznamen Wolfstedt, weil da halt so viele Wölfe. Ja, und das ist natürlich für viele Mainzer ein Höhepunkt des Rosenmontags. Der ASV Mainz 88 vor 2,5 Wochen zum dritten Mal deutscher Mannschaftsmeister geworden. Ja, der Baris Backlern, da vorne mit dem Kampf der Trainer, der hat das möglich gemacht. Das war sensationell, was die hier geleistet haben, die 88er. Und das Besondere daran ist, das ist eine Multikulti-Truppe. Das sind 9 Nationalitäten, aber die haben als Mannschaft gekämpft und haben wirklich in einem Herzschlag-Finale am Schluss mit einem Punkt Vorsprung in Köllerbach gewonnen. Also die Mainzer waren Die Mainzer sind auch ganz stolz, weil sie einfach so aus dem Nichts heraus plötzlich da waren. Ja. Kein Platz hat man vor für sie und dann werden sie Meister. Ja. Und das sind jetzt die